Hallo und herzlich willkommen, liebe Freunde, hier zurück in Riften, um genau zu sein, in der Stadt der Diebe. So, wollen wir müssen hier uns umschauen. Da vorne müsste eigentlich so ein Knilch sein, der uns jetzt gleich anspricht. Ich kenne euch nicht. Tut er schon. Sucht ihr hier in Rifton nach Ärger? Das ist die falsche Antwort. Das Letzte, was die Schwarzdorn-Familie braucht, ist ein Störenfried, der hier groß rauskommen will. Aha. Die Schwarzdorn-Familie hat in Rifton das Sagen und genießt den Schutz der Diebesgilde. Lydia gebannt. Haltet also eure Nase aus ihren Angelegenheiten heraus. Ich bin Maul. Ich beobachte die Straßen für sie. Für Informationen bin ich der richtige Mann. Aber das kostet euch was. Guter Witz. Haltet euch aus den Angelegenheiten der Schwarzdorn-Familie raus. Dann lebt ihr länger. Nee, du kannst doch nicht gehen. Ich dachte, du hast noch was. Ihr seid für mich Nettes für uns. Geht mir aus dem Weg. Na, jetzt sei doch nicht so ruppig hier, du. Allmählich habe ich eure ständigen Ihr seid für mich erledigt. Geht mir aus dem Weg. Wolltet ihr es rechtzeitig und mit dem Doppelten der üblichen Gebühr zurückzahlen? Das weiß ich. Aber woher hätte ich wissen sollen, dass die Lieferung. Mit euch habe ich nichts zu schaffen. Posaunt eure Pläne nächstens nicht so heraus, dann wäre nichts passiert. Sind die denn alle mit dem falschen Fuß aufgestanden hier? Dass ihr es geraubt habt? Warum? Und du? Warum tut ihr mir das an? Bist du auch beleidigt? Hör zu, Chadre. Letzte Warnung. Zeit, sonst werdet ihr hinter euch. Hauptsache, ich du kannst Gott. Mir folgen. Ihr geht vor, ich folge. So. Ja? Was habt ihr für ein Problem? Komm, ist gut. Ja? Was habt ihr für ein Problem? Wissen wir doch schon. Weißen wir schon. Er kommt zur falschen Zeit. Ich habe gerade jemanden verloren, der mir sehr nahe stand. Mhm. Es ist meine Schwester, Lilia. Sie hat den Sturmmänteln als Kampfjungfer gedient. Wir haben unlängst erfahren, dass sie getötet wurde. Es schmerzt mich, darüber zu reden. Vielleicht sprecht ihr besser mit meinen Eltern. Zum Glück habe ich noch meine Arbeit in der Schwarzdornbrauerei. Sie lenkt mich etwas ab. Mein Vater war in jungen Jahren ein Soldat der Sturmmäntel. Heute verbreitet er auf den Straßen seinen Hass und seine Propaganda. Meine Mutter ist die Priesterin von Talos. Das ist so cool. Sie lehrt seine Wege und hütet den Schrein. Ich bin mir leider nicht sicher, ob sie die richtige Botschaft vermittelt. Lydia kann man, meine ich, heiraten. Ihr solltet meine politischen Ansichten nicht als Ersatz für die Wertschätzung meiner Familie missverstehen. Sie sind immer noch meine Eltern und ich liebe sie sehr. Ich glaube aber, dass sie wegen dem Tod meiner Schwester nicht sehen wollen, worum es Ulfric in diesem Krieg wirklich geht. Ich bezweifle, dass Ulfrics Absichten so ehrenhaft sind, wie sie glauben. Ulfric interessiert sich nur für sich selbst. Also eine wirkliche Pflicht hast du, glaube ich, nicht für uns, oder? Ich wäre euch dankbar, wenn das unter uns bleiben könnte. Ich will nicht, dass meine Eltern noch ein Kind verlieren. Ja, in der Tat. Ich bin Maven Schwarzdorns Geschäftspartner. Ich habe einen Teil des Goldes investiert, das sie zum Aufbau der Brauerei benötigte. Bis jetzt waren wir äußerst erfolgreich. Um ehrlich zu sein, es überrascht mich fast, wie schnell sie unser Geschäft ins Rollen gebracht hat. Mein Name mag ja nicht auf dem Etikett stehen, aber mein Blut, mein Schweiß und meine Tränen stecken in jedem einzelnen Tropfen. Natürlich nicht wortwörtlich. Es war schön, mit euch zu reden. Gut, dann doch nicht. Die Schilder sind so cool rum. Na komm. Liebelein. Jörn war mal in den Bienenstich. Wenn ihr Münzen habt, da ist er, der, bei dem man das Amulett von Mara holen kann. Bürger von Rifton, höret meine Worte. Die Rückkehr der Drachen. Ich gebe euch Deckung. Was bist du für einer?
Sucht ihr Arbeit? Jemand muss sich. Ein Zeichen für Lady Maras Unzufriedenheit mit eurer ständigen Trunkenheit. Lüdi, wir können heiraten. Lasst von euren Flaschen mit ihren üblen Flüssigkeiten ab und nehmt die Lehren der Dienerin von... Ihr seid neu in der Stadt, was? Ganz sicher zum Angeln hier. Wir haben darüber gesprochen. Also wie geil ist das denn? Mit dem hässlichen Hans und Tisch. Wir können uns doch sicher irgendwie einig werden. Diese Leute müssen sich des Chaos bewusst werden, das sie gesät haben. Genug, Maramal. Wir haben genug über die Drachen und ihre Rückkehr gehört. Ich bin direkt hinter euch. Ihr müsst sie nicht als Ausrede missbrauchen, um unsere Kunden zu belästigen. Wie ihr wollt, Talen. Ich werde... Möge Mara euch segnen. Nimmt ihr Almosen an? Maras Universum umfasst die Gefühle, nach denen wir uns am meisten sehnen. Liebe, Mitgefühl und Verständnis. Mitgefühl und Verständnis. Es ist nicht leicht, das war mir genau richtig, mein Freund. In finsteren Zeiten zu erkennen. Ihr solltet sie als Leuchtfeuer inmitten eines tobenden Sturmes verstehen. Aber natürlich, ich würde mich sehr über ein Klappern in unserer Spendenbüchse freuen. Im Augenblick könnt ihr am besten mit Münzen helfen. Wir brauchen jede nur erdenkliche Hilfe. Danke. Okay, 5 Goldstücke. Ich verspreche euch, dass damit Gutes getan wird. Ja, ja. Wunderbar. Womit soll ich anfangen? Mara ist die Göttin der Liebe. Der Tempel verteilt ihre Gaben an die Kranken, die Armen und die Verlorenen. Wir vollziehen auch Hochzeitszeremonien für alle Liebespaare in Himmelsrand. Aber ja, natürlich vorausgesetzt, ihr seid dazu bereit. Seid ihr mit den Gepflogenheiten rund um die Ehe in Himmelsrand vertraut? Typischerweise ist die Liebe in Himmelsrand so ernst und sachlich wie die Einwohner dieses Landes. Das Leben ist hart und kurz, daher ist nur wenig Raum für langes Liebeswerben. Jemand, der einen Partner sucht, trägt einfach ein Amulett von Mara um den Hals und signalisiert damit, dass er oder sie zu haben ist. Wenn dann jemand Interesse zeigt und beide sich auf ein gemeinsames Leben einigen, kommt einer von ihnen hierher zum Tempel und wir vereinbaren die Zeremonie. Hier, bitte. What? Und vergesst nicht, dass die Leute in Himmelsrand auf eure Taten reagieren. Wenn ihr ihnen helft, werden sich mehr von ihnen für eure Liebe interessieren. Viel Glück. Möge Mara euch segnen. Ja, ja. Komm. Was habe ich jetzt? 205 Gold gespendet. Ja, aber 316 wert. Lassen euch nicht zu ihrer Huld zurück. Lasst die Predigten im Tempel und uns hier in Frieden sündigen. Wo ist mein Schnuckiput? Was habt ihr für ein Problem? Nein, du nicht. Du bist dauergenervt. Lüdi? Ist das ein Amulett von Mara? Das stimmt. Ich bin überrascht, dass jemand wie ihr noch nicht vergeben ist. Ihr habt auch noch nie ehrlich für all euer Geld gearbeitet, was? Ach, da ist er ja. Das dir nicht ich habe schon verstanden. Hatte. Ich gebe euch Deckung. Dann mal los. Oh. Warte. Geh nicht raus, okay. Schön, bleib dass ihr cool. Endlich Vernunft angenommen habt. Seid ihr bereit, Geld zu verdienen? Ganz einfach. Ich sorge für Ablenkung und ihr stehlt Madesis Silberring aus dem Tresor unter seinem Stand. Ich muss dabei sein, ich habe das noch nie auf Anhieb geschafft. Also wenn ich jetzt auf Anhieb schaffe, Respekt to me. Es gibt jemanden, der ihn aus dem Geschäft drängen möchte. Also ich habe das damals, wo ich das durchgespielt habe mit der PS3, ich bin den ganzen Tag dreimal versucht und dreimal haben sie mich erwischt. Und das war Stufe leicht, jetzt spiele ich hier auf normal. Kommt vorbei, falls euch noch danach ist. Also wenn ich das jetzt schaffe. Herzlichen Glückwunsch. Soll ich euch vielleicht auch noch an die Hand nehmen? Ja, bitte. Ihr müsst zu Madesis Stand schleichen und mit eurem Dietrich den Tresor öffnen. Ja gut, wenn ihr dann den Ring habt, führt ihr bei Brandschei einen etwas anderen Taschendiebstahl durch. Ihr lasst etwas zurück. Wir sollen Brandschei daran erinnern, sich nicht in Dinge einzumischen, die ihn nichts angehen. Tresor öffnen sind wir da schon wir Meister. Nicht die dunkle Bruderschaft sind, werden wir ihn nicht töten. Wir werden nur dafür sorgen, dass er ein paar Tage im Gefängnis sitzt. Na gut. Ich werde am Morgen auf dem dann Markt gehen wir mal sein. Raus. Ihr kommt besser auf. Stellen uns an seinen Stand hin. Gehen. Na gut, hier nicht. Ist der falsche Weg? Ja? Was habt ihr für ein
Und warte mal ein paar Stündchen. Bis der Markt halt eröffnet ist. Habe ich recht? Mal gucken, vielleicht heirate ich ja meine Lüdi. So, das müsste der Stand sein. Guck mal, aber ich glaube, der Ring, der ist jetzt noch nicht drin. Ich glaube, der kommt erst, wenn der Markt auf ist. Da rein. Na ja, komm schon. Tada. Ist einer hier? Einer hier? Lüdi, halt Wache. Hier ist auch nicht sicher, ne? Zack. Haben wir noch 92 Stück. Yes. Lüdi. Lüdi. Guck dich um. So, oh, 50 Gold. Perfekt. Was ist da in der Tasche? Mach auf, mach auf, mach auf. Oh, 700. Super, perfekt. Alles wieder zumachen. Muss ja keiner sehen. Ja, nix. 700 ins Marktring. Ne, das ist ja nicht. Das war der silberne Ring. Ne, der ist auch nicht da. Da kommt es dann gleich. Oder? Hm, mal schauen. Ne. Ich meine, das wäre ein Silberring und nicht der. Wir versuchen es einfach mit dem. Warten noch ein paar Stündchen. So, vier. Bitte. Bitte, ich brauche nur einen Septim. Ein Septim ist alles, worum ich bitte. Ist das denn so schlimm? So, komm, Freund. Hallo? Erlernt im Nu das Wissen ganzer Bibliotheken oder lasst fehlende Körper. Ja, ja, ich hab nicht den ganzen Tag Zeit. Kommt wieder, wenn ihr mehr Gold ausgeben wollt. Ich kann es auf jeden Fall gebrauchen. Wer bist du? Denkt nicht mal. Ich halte es hier nicht. Na, oh, vielen Dank. Ja, mögen ja, die ja. Göttlichen euer gütiges Herz und erlesene Edelsteine tränken. Nimm ein Gold. Ich bin immer noch da. Also Mädel, gut, wartet bis ich für Ablenkung sorge und zeigt mir dann, aus welchem Holz ihr geschnitzt seid. Lenk du ab und ich mach den Rest. Okay. Ich muss euch etwas Unglaubliches zeigen. Seht es euch an. Kommt alle her. Moin Kumpel. Gut, wo ist unser Opfer? Oh, Moment. Lass mich mal kicken. Stimmungsring, ja gut. Den? Haben wir ja. Nicht, oder? Ich weiß nicht. Ja gut, da sitzt er. Hier entlang. Solltet ihr... Ach, Brynjolf. Was gibt es denn diesmal? Geduld, Branschei. Das ist eine seltene Gelegenheit und ich möchte, dass ihr dabei seid. Kann ich hier hintergehen? Das habt ihr auch über die Irrlichtessenz gesagt. Und am Ende war es dann nee, doch glaub, nur ein zerstoßener mit Wasser vermischte Nirnwurz. Okay. Das war nur ein Missverständnis, aber dieser hier... Tunika mit Gürtel. Den gebe ich dir. Okay. Der echte Gegenstand. Lass die Finger davon. Feinerblut-Elixier. Ja, ja, komm. Kommt schon, sprecht ihr von den Schneeelfen? Das war auch prompt der Falsche, okay. Nochmal. Da. Einzig wahre. Mystische Wesen aus Legenden. Meister der Magie. Eigentlich hab ich schon stellt euch die gemacht. Kraft vor, die durch ihre Adern floss. Ich guck so von ganz interessiert. Wenn ich da fertig bin, verkaufe ich euch gern mein Elixier. Meine Quellen müssen zu ihrem Schutz geheim bleiben, aber ich kann versprechen, dass der Inhalt echt ist. Ein Schluck von diesem Elixier und eure Wünsche gehen in Erfüllung. Nee, ich glaub, Reichtum, ewiges Leben oder vielleicht sogar
unbegrenzte Macht. Das war meine falsche. Wie viel kostet es? Nur 20 Goldstücke. Beeilt euch, bevor alles weg ist. Es ist so schön, euch wiederzusehen. Ja, du bist starke magische Beschwörungen. Bitte, ich brauche nur einen Septim. Ein Septim ist alles, worum ich bitte. Ist es denn so schlimm? Wer weiß, welche Kräfte dieses Elixier freisetzt. Guck dem Schwindel weiter zu. Die Bäume, all die Farben, aber die Stadt so dunkel. Warum? Er schadet dem Hof. Es ergibt doch keinen Sinn. Er lernt das Wissen Bibliotheken in wenigen Augenblicken. Genau das brauche ich jetzt. Hört nicht auf ihn. Er denkt sich das alles aus. Ich glaube, ich habe den Ring. Noch nicht. Ich könnte reich werden und müsste nicht mehr diesen Plunder verkaufen. Er schadet dem Hof anderer Händler. Wer weiß, welche Kräfte dieses Elixier freisetzt. Was, wenn er recht hat? Vielleicht kaufe ich eins. Ach, weißt du was? Ich geh nochmal gucken. So, sieht mich einer? Nein, gut. Nochmal? Aha! Da ist der Silberring. Als hätte ich nicht geahnt. So, und jetzt? Jetzt? Nehmen wir den? Wo war er? Elender Dieb! Na super. Ich hab's gewusst. Für einen ungeklappten Taschendieb ist auch noch zu blöd. Wir laden nochmal von vorne. Gut, merke, silberner Ring kommt erst später. Man kann jetzt schon ausrauben, aber der silberne Ring ist erst da, wenn er dann an seinem Stand steht. Gut, ich bedanke mich fürs Zuschauen und macht's gut. Bis zum nächsten Mal. Tschüss!